Und da bin ich wieder. Ich bin's wieder, Kritten. Und willkommen zur inzwischen 10. Episode. Und ja, hier ist ja auch dieses Partygirl. Hast du schon mal einen Ogre gesehen? Ich möchte mal auf einen reiten. Gut, dass er noch das aufsteht, aber trotzdem. Naja, jedenfalls, wie man schon auf der Minimap sieht, ich habe hier bisschen was ausgehöhlt. Bisschen was. Cool, ich kann nirgends machen. Das sieht man schon auch hier, dass ich ein bisschen damit rumgespielt habe mit diesen Doom Cannon. Auch neue NPC Link. Often take risks to the jungle. Can't understand the aversion to the place, but the creatures with it don't seem to hassle me. Okay, was bedeutet aber? Und mein Outfit, das ist hier Explosive Set, das ist hier. Keine Ahnung, wovon das hier ist, aber. Wahrscheinlich wie so eine Referenz, aber naja. Klempnerhemd. Weißes Smokinghemd. Oh man, das hat wahrscheinlich so viel wie Geld verbraucht. Oh ja, das hat es. Nein, ich bleib wieder dabei. Naja. Und hier dieses Slinging Weapon Set, böse. Die sieht man schon nicht. Also es ist eben so eine Mischung aus der Spinaten, diesem Ding. Also na, das. Oh Mann, das ist heftig. Da sind doch gar nicht mal Mana weg oder so. Ui. Na, ja, genug rumgespielt. Quality hieß. Nee, Externity, entschuldige. Quality ist das schon fertig. So Tipp gegeben, wegen so einem Aqua-Zepter. Aqua-Hammer. Scheiße, Knife, Aquamarine. Tja, dann halt so eine Art. Dann halt nur so eine Arena. Komm schon, was kann ich das denn nicht finden? Naja, das könnte ja ein bisschen schwer werden. Ich habe eine Idee, was wir noch sonst noch machen könnten. Also ja, dass ich hier bei diesem Typen mir auch dieses Kanon bekommen habe, mit dem ich dieses riesige Loch gemacht habe, weil ich keinen Bock hatte, da die ganze Zeit rumzulaufen. Können wir mal gucken, was der ja sonst hier als nächstes für eine Quest hat. Josh? You know those cactus worms? They're the most delicious kind of cactus. Anyways, there seems to be some huge one in the underground desert. You ought to use a cannon to clear out a large amount of space to fight. It's gonna be mighty nasty when you wake it up. Okay. Und warum bauen wir? Wir werden dafür sorgen, dass das Ding dass das Ding für eine ganze Weile nicht mehr aufwachen wird. Oh oh, was zum, was zum, was zum, what? 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 What the, what the, what the, what, hier, ich sehe gar nichts, seh gar nichts. The fuck? Josh. Hang on there. So you killed the big cactus worm, then an even
bigger one showed up after. Jesus, you should be glad you weren't killing too hard. Anyways, it seems that the last cactus worms know that you killed the leader. I think the cactus people will finally be able to move back to the desert now. You better make a house for them. Implod. Oh, ich hab schon voll meine. Warte. Können wir das machen? Oh. Achso. Erstmal suchen wir hier einen Platz, wo ich das alles reinräumen kann. Was war jetzt mit diesem Implant? Warte erstmal. Uiuiui. Ja, stimmt. Greenland Energy Storm. Ich hätte da mal aufs Greenland irgendwas gemacht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Bro. Bro. Calm down. Lass mich doch einfach erstmal. Alter. Oh. Oh. Oh mein Gott. Oh. Warum hab ich das nicht früher getan? Ja. Weg im Tail. So, just. Good of taking on the implore. Here, you can use the tail as a whip or something. Fleischwand. Gleich Endgame, huh? Wäre eine gute Idee. Aber das hat ganz schön eine Reichweite. Infernus. Aber ich kann einen Slime God probieren. Oh, Slime God. Das wird mies laufen. Overloaded Sludge. Boing. Whoa. Oh. Gott, die Musik hier. Das ist riesig. Das ist riesig, oder? Ich. Du bist schleimig und klebrig. So. Eldritch Tome? Cast Eldritch Tentacle to spear your enemies. Oh. Das sieht geil aus. Use a special crafting. Purified gel. Und Slime God Mask. Nee.
Naja. Aber Slimegott wurde schon mal besiegt. Jetzt 37, hatte 40 drauf. Was kann man diesem Purified Gel machen? Es ist ja Calamity, also muss was Heftiges sein. Ja. Alter. Dieses Schleim. 10 ab. Slime. Diese Rüstung sieht heftig aus. Auch Magic Damage wird erhöht. Also es könnte... This is a travesty, one of the most threatening biological terrors ever created. If this creature were allowed to combine every slime on the planet, it would become nearly unstoppable. Please if it will become slimed and able to slide around on ties quickly at the cost of reduced defense. This effect makes dashing more difficult and does not work with mounts. 30? Ach, irgendwie ist es doof. Ja. Also naja, ist doch am Ende ganz gut gegangen. Waren noch ein paar Grenade Shells, aber die sind nicht so interessant. Also jetzt wissen wir, da können wir eine bessere Rüstung machen, die richtig viel Abwehr hat. Und wir haben auch noch einen coolen Eldritch Tome. Gut. Ja, das war's für die Episode. Au.